Hä? Ich verstehe nicht, wo mein Missionsziel hin zeigt. Unbekannt, bereit zum Installieren. Ach, hat er jetzt das Update doch runtergeladen? Ach, soll ich jetzt die Kamera pingen? Wirklich? Lade den Ping-Demon in die Kamera hoch. Ja, okay, gut. Mach ich mal. Aha. Und dann sehe ich für kurze Zeit, wer alles im Netzwerk steckt. Und wer eventuell von so Gruppenangriffen betroffen ist. C und 55. Wie kriege ich denn das hin? Ah, hier. Okay. Das war's jetzt quasi. Aber ich verstehe. Da kann ich quasi auch so, ne, Geräte, die mit anderen verbunden sind, so Steuerungen übernehmen und ähnliche Sachen machen. Ja, ist cool. Ist cool. Ist cool. Was haben wir denn noch so? Ich glaube, die Missionen sind hier gar nicht so blöd, auch so ein bisschen als Tutorial. Jedes Mal, wenn dir Wakako in ihrem Pochinko-Laden besucht, spüre ich so ein seltsames Prickeln im Nacken. Ich weiß auch nicht, wie, aber die Alte ist einsam. Auf jeden Fall hat sie uns eine besondere Belohnung für den Sandra Drostel-Job versprochen. Dafür müssen wir einfach bei ihr in der Chick-Chick-Street vorbeischauen. Okay. Ich schätze, dann besuchen wir diese alte, einsame Lady. Warte, bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist. Okay, aktuell kann ich da nicht hin. Na dann, versuchen wir das dann mal. Denk nicht zu viel drüber nach. Du solltest den Champion... Ah, diese Prügelmissionen könnten wir machen. Aber was haben wir denn nochmal? Bei uns in Haywood gibt es eine Tradition. An deinem 16. Geburtstag schenkt dein Vater dir eine Waffe. Ich habe keine bekommen, weil ich einen beschissenen Vater hatte. Aber dein 16. ist schon eine ganze Weile her, oder? Höchste Zeit, dass du dir mal eine ordentliche Knarre besorgst. Hol dir die Waffe bei Wilson ab. Okay. Meint ihr, wenn ich da runterspringe, sterbe ich? Ich meine, es ist ein CD Projekt Red Spiel. Ich versuch's. Nee. Nee, alles gut. Da packt immer noch das Auto mit der sehr verwirrten Person drin. Kann ich verstehen. Na dann. Entscheidungen passiert und offen gestanden ist das den Kontobesitzern vollkommen egal, solange der Saldo weiterhin stetig nach oben steigt. Also, meine Lieben, wir gehen der Sache mal richtig auf den Grund. Wie konnte Orbital Air in solch einer Geschwindigkeit so stark wachsen? Meine Freunde, ich sehe da nur eine logische Erklärung. Diese KIs erwarten einen hohen Anstieg der Nachfrage für Orbitalflüge in ganz naher Zukunft. Aber warum? Ein Weltkrieg? Vielleicht eine Umweltkatastrophe? Oder wollen die Maschinen die Weltherrschaft? Das werden wir wohl nie ganz erfahren. Egal, welchen Schluss eine KI auch aus ihren Datenanalysen zieht, sie scheint sehr darauf bedacht zu sein, das für sich zu behalten. Doch egal, was kommen mag für uns, ist es an der Zeit, einzusteigen. Schließlich brauchen wir die Gewinne, um unsere Tickets zum Mond zu kaufen, wenn diese Welt den Bach runtergeht. Mein Ziel ist sehr weit oben. Ah, Auto! Warum wirst du denn direkt vor mir geladen, Mensch? Schade. Plötzlich könnte er da hochreiten. Ah, komm schon, das schaffen wir. Der gräbt sich hoch. Nee, okay, gehen wir zu Fuß. Wet Dreams. Ja, das sind diese Porno-BD-Dinger.
Lass mal dein Angebot sehen. Nichts lieber als das. Oh, okay. Wow. That escalated quickly. Und welche von den Waffen kriege ich jetzt umsonst? Ich dachte, ich krieg eine geschenkt. Ah, hier, die da. Kostet nix. Ist auch nicht so gut. Du hast soeben ein ikonisches Item erhalten. Zusammen mit einem Satz Schemata. Aha. Mit diesen kannst du höherwertige Versionen des Items herstellen. Wenn du eine neue Version eines ikonischen Items herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Außerdem kannst du ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, sodass es auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich bleibt. Verstehe ich gerade nicht so ganz, glaube ich. Aber wie gesagt, mit dem Crafting habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Und ich denke, das hängt damit zusammen. Naja, Mission abgeschlossen. Sehr gut. Ich gehe jetzt mal auf Itemherstellung, oder? Dying Knight. Ist das eine winzig kleine Pistole oder warum wird mir die da so komisch angezeigt? Verstehe ich nicht. Nekomata könnte ich herstellen. Gar nicht schlecht eigentlich, das Ding. Schrotflinte, doppelläufig. Ist jetzt die Schrotflinte ein Gewehr? Zählt das als Gewehr? Profitiert die von meinen Gewehrskills? Das wäre echt eine gute Frage. Aber könnte ich auch eine herstellen, die eigentlich sogar ordentlichen Schaden pro Sekunde hat? Und ich kann Heilmittel herstellen. Okay, gut zu wissen. Warum sind die Waffen da oben grün und die da unten nicht? Ich verstehe so viel nicht irgendwie. Schlimm. Ich gehe mal schnell zu den Upgrades. Ah ja, jetzt pass auf. Jetzt kann ich, glaube ich, hier irgendwie Sachen machen. Ach was. Danke, Captain Obvious. Das ist jetzt die ikonische Waffe hier. Die Dying Knight. Die kann ich jetzt hier upgraden. Ich verstehe. Aber kann ich andere Waffen auch upgraden? Ja. Warum? Also ich meine, warum sind dann die ikonischen Waffen besonders, wenn ich die anderen auch upgraden könnte? Das verstehe ich nicht. Wenn ich die upgrade, wird die aber sehr gut, die ikonische Waffe. Trotzdem verstehe ich nicht genau. Warum eigentlich? Kann ich auch meine Klamotten hier upgraden? Aha, man kann hier mit Elektroschrott oder Komponenten und den anderen Komponenten kann man im Grunde alles Mögliche upgraden, was man so hat. Aha, okay. Nur das mit den ikonischen Waffen, was der Unterschied da sein soll, das verstehe ich nicht. Aber vielleicht bin ich im falschen Menü in Wirklichkeit. Sieht ja auch, ich kann alles upgraden, nur irgendwie nicht die Wurst, weil die hat zwei Upgrades. Datenbank. Datenbank habe ich ja noch gar nicht entdeckt. Oh mein Gott. Da können wir uns zu allen Figuren und sogar quasi Fahrzeugen und sowas. Ach Gott. Ich glaube, da müssen wir mal einen eigenen Sonderstream oder eine Sonderfolge machen, wo wir nur die Datenbänke durchgehen. Meine Güte. Cool. Nachrichtensplitter. Ich hätte gern meine Tutorials. Irgendwo hier kann man doch auch Tutorials angucken. Auf dem Weg nach oben. Guck mal, wie vollgestopft die Karte ist. Ich bin einfach nur überfordert gerade von dem Spiel. Auftrag. Noch mehr Aufträge. Schnellreisepunkte. Matchstation. Überfall im Gange. So viel. Nachrichten.
Regina Jones hat mir eine Nachricht geschickt. Hey, wie, Regina Jones hier. Ich habe gehört, dass du in Watson Arbeit suchst und zufälligerweise vergebe ich hier die meisten Aufträge. Wenn du dein Talent nicht vergeuden willst, schau dir mal die Jobs an, die ich dir geschickt habe. Ah, daher haben wir ein paar von den Jobs. Okay, ein paar Infos zu deinen Gegnern. Erstens, Kabuki. Das ist eine Überraschung, wirst du schon sehen. Arroyo. Ah, ich verstehe, das sind jetzt die von der Prügelei, von dem Fight Club. Buck, Gangster vom Sixth Street, echtes Ass. Und Glenn. Glenn, Cäsar, Fäuste wie Eisenhämmer. Und viertens, Animals Club. Rhino, die Frau ist eine Legende und haut jeden platt. Ah, und hier kann ich sogar antworten. Mr. V, ich möchte dich nur daran erinnern, dass meine geschätzten Malström-Geschäftspartner und ich das Finanzielle bereits abgewickelt haben. Eine runde Summe von 10.000 Euro-Dollar hat den Besitzer gewechselt. Wenn du dich also mit ihnen triffst, lass dich nicht von ihnen ausnehmen, wie Malström es so gerne macht. Danke für die Info, habe ich geantwortet. Steht jetzt aber immer noch Antworten. Viel Glück, du wirst es brauchen, hat er jetzt geantwortet. Na gut. Und dann hat er noch geschrieben, Mr. V, wie wäre es mit einem kleinen Vorgeschmack? Bei den Biochip handelt es sich um ein sogenanntes Relic, ein hochmoderner, erstklassiger Tech für die Reichsten der Reichen. Angeblich die beste Lebensversicherung, die man sich kaufen kann, wenn man Eddies wie Heu hat. Du und ich, wir werden bald in Euro-Dollar schwimmen. Mein Motelzimmer, wir freuen uns sehr, dich als unseren neuesten Gast begrüßen zu dürfen. Deine Zimmernummer ist 203. Wir wünschen dir einen angenehmen Aufenthalt. Dies ist eine automatisch erstellte Nachricht. Bitte antworte nicht darauf. Und von Jackie Wells haben wir noch, wo bleibst du? Beweg deinen Arsch, her, esse. Dex wartet auf dich. Naja, gut. Splitter. Oh Gott, egal. Es ist so viel. Es ist zu viel. Ich kann nicht mehr. Warte mal, aber die Splitter haben wir guterweise, weil wir cool sind, alle gelesen, bis scheinbar einen nicht. Das archivierte Gespräch Taki Kenmoshi und Kenji Sakura. Wo haben wir das denn her? Ich bin besser. Also, hier, nee. Na gut, lesen wir es einfach mal. Vielleicht ergibt es dann Sinn. Taki Kenmoshi. Ich rede einfach jetzt Taki Kenmoshi mit einer sehr tiefen Stimme und Kenji Sakura mit einer sehr hohen Stimme, damit man die auseinanderkennt. Da muss ich nicht mehr die Namen vorlesen. Hey, hey! Einmalige Gelegenheit, Chom. Tony ist raus aus dem Geschäft. Schon gehört? Ist von einem Dach geschmissen worden. Hatte Schulden. Genau. Hat seinen Pachinko-Automat nicht abbezahlt. Jetzt ist unsere Chance. Als nächstes den Bürgersteig mit unserem Hirn zu pflastern? Nein, Mann, hör zu. Wir können diese Maschine zum halben Preis von Bill dem Clown kaufen. An deiner Stelle würde ich mit dem nie ins Geschäft einsteigen. Und an deiner Stelle würde ich auf mich hören. Willst du vor Langeweile wichsen, bis du tot umfällst? Ewig mit deinem hässlichen Output leben? Wenigstens schmeißen die mich nicht vom Dach. Hör auf. Ich meine das ernst. Wir nehmen die Automaten und bauen sie im Block auf. Und dann werden wir reich und leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Das Ende. Da kann gar nicht schief gehen. Wenn du meinst... Sind das die, die ich umbringen soll oder schon hab? Ich glaube soll, oder? Ah ja. Wer weiß das schon so genau? Leute sterben. Thank you.
News. Advertising. Tingling with desire. You'll do anything to scratch every itch. Watson Hall. New episodes every Wednesday at 10. Only on WNX. Explosion of taste. Mr. Stern. All night. Every night. Don't be soft. Upgrade now. Ist das ein Penisimplantat oder so? Ah ja, ist schon lustig. Ist schon schön gemacht. Oh Gott, die sind echt creepy. Guckt euch das mal an. Die eine hat voll die Spinnenaugen. Cool. Und eklig. Hey, gut haben wir gepackt. So, schauen wir mal. Besser spät als nie. Ich kenne nicht viele Ripper, die jemanden einfach mal auf Kredit Koshi-Optik installieren. Ehrlich gesagt kenne ich bloß einen, Victor. Wenn du es ganz nach oben geschafft hast, vergiss den Mann nicht, okay? Er hat sich seine Bezahlung mehr als verdient. Stimmt, wie viel kriegt er von mir? Wenn das in der Missionsbeschreibung stehen würde, wäre echt nett, weil ich habe jetzt 4000. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das reichen könnte, aber waren es nicht nur 2000 oder so? Oder vielleicht waren es auch 20, keine Ahnung. Ich schau mal. Fangen wir mal hin. Unsichtbare Wand? Irgendwie schon. Ja, von mir aus. Warum auch immer. Das ist ein bisschen mehr als ich dachte. Ich dachte, es waren 2100. Dann machen wir was anderes. Und zwar eventuell noch die nächste Hauptmission. Die Kundin. Zwischen 18... Ja, jetzt gehen wir da mal hin. Und dann schauen wir mal, wie spät es ist. Können wir die Zeit jederzeit noch verstreichen lassen. Aber im Grunde wären wir eh genau in der richtigen... Also genau... Von Timing her perfekt. Ach so, hier ist eine Tür. Hallo, was machst du eigentlich? Wie läuft das Geschäft, Misty? Du bist seit 2 Tagen der Erste hier. Und vor 2 Tagen war es ein Pizzabote, der sich verlaufen hatte. Die Leute in dieser Stadt haben ihren spirituellen Sinn verloren. Aber naja... Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Nicht andersrum. Jackie hat dir diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Mhm. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Klar. Warum eigentlich nicht? Denk an kürzliche Ereignisse. Und die Zukunft. Die umgekehrte Welt. Du bist am Anfang deiner Reise. Sie wird nicht, wie du erwartest. Und länger, als du dir ausmalst. Die Liebenden, umgekehrt. Dich umgibt eine Kraft, die dich herausfordern wird. Und du wirst mit einer anderen, inneren Kraft kämpfen. Der Stern, ebenfalls umgekehrt.
Du wirst ungeahnte Sehnsüchte bezwingen und eine starke Verbindung trennen. Mit etwas, das ich nicht erkennen kann. Der umgekehrte Tod. Deine Feinde werden dich gegen dich selbst kehren. Die Reise wird Veränderung oder Vernichtung bringen. Klingt nicht sonderlich gut. Nein, ganz und gar nicht. Aber vielleicht habe ich die Karten nur falsch gelesen. Klingt interessant. Hier ist jetzt wahrscheinlich eher schlecht, ne? Ich suche einen anderen Weg. Wo ist eigentlich mein Auto? Wo ist mein Auto wirklich? Warum fährt es da hinten rum? Hilfe! Kann das jetzt bitte einfach herkommen? Anscheinend nicht. Na dann. Entschuldigung, kleines Auto. Hier ist irgendein Fragezeichen auf der Karte. Ich glaube, da gucken wir mal schnell, was hier los ist. Ein Hooligan-Scavenger. Für Menschenhandel wird er gesucht. Illegale Tätigkeiten, Übergriffe durch Mob. Die beiden sind alleine. Oh. Ich glaube, da liegt eine Leiche bei denen. Aus meiner Haut machst du gar nichts. Eine seltene Upgrade-Komponente. Cool. Und gewöhnliche Upgrade-Komponente. Auch nicht schlecht. Dringend. Sie durchqueren die Badlands in Trucks, ja. Aber wenn der Vollmond aufgeht, werfen sie ihre Masken von sich. Und was verbirgt sich darunter, fragt ihr? Reptiloiden? Nein, sage ich euch. Keine Reptiloiden, sondern Werwölfe. Die Saat ist ausgebracht. Die Wahrheit wird Wurzeln schlagen und uns aus den Fängen der Erdlingen befreien. Nicht gesendete Nachricht. Joe, das ist wichtig. Das Ende naht. Ich kann ihre Stimmen hören, Joe. Der Bug sitzt im Herzen der Bestie. Meine Zeit ist gekommen, aber irgendwer muss meine Mission fortführen. Geh zu diesen Koordinaten. Dort findest du die Tech, die ich ihnen geklaut habe. Denen, die uns ausspioniert haben. Weck die Leute auf. Es ist Zeit, die Barrikaden aufzustellen. Die Konzerne wollen Blut sehen. Und Zitat von Doc Paradox. Wir bauen künstliche Städte im Orbit, laden unsere Gedanken in integrierte Schaltkreise runter, programmieren allmächtige KIs, aber wir können keine Impfung gegen Grippe finden. Wisst ihr warum? Weil die Konzerne die Natur zerstören wollen. Denn die Natur vergibt keine Patente oder Urheberrechte.
Also essen wir Huhn aus dem Reagenzglas und Pflanzen aus dem Labor. Cool. Hallo, medizinisch-holographisches Notfallprogramm, wie geht's? Wer spielt dieses Spiel denn heute nicht? Ja, ich glaube, das ist zurzeit in sehr vielen PCs und Playstations und Xboxes zu Hause. Also essen wir Huhn aus dem Reagenzglas, Pflanzen aus dem Labor. Sogar die Rechte der Photosynthese haben sie sich schützen lassen. Genug ist genug. Wir müssen Stopp sagen, bevor die sechste Auslöschung uns alle ausradiert. Glaubt ihr, die machen beim Essen Halt? Was ist mit unseren Körpern? An denen gibt es nichts, was sie nicht abschneiden, verbessern, modifizieren können, damit jeder Atemzug und Herzschlag Profit bringt. Und was ist mit euren Kindern? Aus Sicht des Konzerns sind sie unerschlossenes Potenzial. Verschwendete Güter. Schon bald überzeugen eure technofaschistoiden Herrscher euch davon, dass Kinder kein natürliches Recht, sondern ein Privileg sind, für das ihr zahlen müsst. Das Wasser, das ihr trinkt, das Essen, das ihr esst, sie verseuchen es mit Chemikalien, die eure Fruchtbarkeit senken, damit sie bald Babys im Wassertank ausbrüten können, mit Seriennummern auf der Stirn, ernährt durch ein Kabel statt durch Nabelschnur. Macht die Augen auf, kommt zu euch, bevor es zu spät ist. Ja, es lebe der Kapitalismus. Und damit der leben kann, müssen halt alle anderen sterben. So, wie weit ist es noch? Ah ja, könnte ich zu Fuß gehen, aber fahren wir die Strecke noch schnell mit dem Auto. Ich habe hier einen kleinen Stau verursacht anscheinend. Entschuldigung, ich fahre schon weg. Aber guck mal, Leute, hier wäre so viel Platz. Da könnte man echt vorbeifahren. Stellt euch nicht so an. Ja, ja, bin ja schon weg. Ah. Furchtbar. Puh, das war knapp. Bei Burnout hätte es dafür Nitro gegeben. Für die Near-Miss gerade. Schnute. Hallo. Lass mal deinem heißen BD. Ein heißes BD? Da verbrennt man sich doch den Hintern damit. Also, was wird das jetzt? Nicht mein erstes Mal. Kann mich nicht an dich erinnern. Weil ich nicht durch die Vordertür gekommen bin. Ha, zieh dir den mal rein. Okay, die Regeln sind einfach. Gefällt dir jemand, fasst du ihn nicht an. Such ihn im Katalog, bestell einen BD und verzieh dich in eine Kapelle. Keine Aufnahmen, kein Grapschen, wenn keiner hinsieht. Rein mit dir. Viel Spaß, Input. Moment, wenn sie sagt, kein Grapschen, wenn keiner hinsieht, soll ich dann grapschen, wenn alle hinsehen? Oder ich verstehe die Regeln hier nicht. Oh, hallo. Was für ein süßes kleines Gesichtchen. Hallo. Na? Alles klar? Mieses Wetter, oder? Ich weiß gar nicht. Es ist eigentlich in Ordnung, oder? Vielleicht ist es kalt. Temperatur kann man noch nicht fühlen. So weit sind wir noch nicht. Die Mox. Lesen wir mal die Mox. Die Mox. Es ist einer dieser Geschichten, die, je nachdem, wen man fragt, entweder sehr simpel oder sehr kompliziert sind. Für Chenik war es eine Mischung aus beidem. Die Mox wurden gegründet, weil es sein musste. Wir hatten einfach niemanden außer uns selbst. Keiner, der sicherstellte, dass das Gesetz der Straße auf unserer Seite steht. Also nahmen wir es in die eigene Hand. Die Mox bestehen aus Leuten der Sorte, von der niemand Notiz nimmt, wenn sie morgen von der Straße verschwunden sind. Sexarbeiter, mittel- und ziellose Rebellen zwischen rastlosen sowie rastlose Seelen, die einfach Pech hatten.
Heute sind die Mocks eine Erfolgsgeschichte. Am besten zu erkennen am florierenden Geschäft des Lizzies. Dieses Etablissement genießt den Ruf als bester Braindance-Club von Night City. Konzerne, Gangmitglieder und Popstars gehen hier genauso ein und aus wie Anwohner, um sich zu entspannen, einen Drink zu nehmen und sich am schönsten gedrehten und am besten getunten BDs zu genießen, die es gibt. Die meisten Kunden wissen nicht einmal, dass der Club von einer Gang kontrolliert wird. Die Mocks haben das Sagen und beschützen ihre Leute, genau wie es einst die Lizzie aus den Legenden tat. Ich könnte, bei sowas frage ich mich immer, ob diese Lizzie dann zum Beispiel ein Charakter aus den alten Cyberpunk-Abenteuerbüchern ist, Pen-and-Paper-Büchern. Weil, ne, das könnte schon sein. Könnte ich mir vorstellen. Die alten Bücher spielen so zwischen 2010 und 2030, in dem Zeitrahmen. Da könnte das schon sein, dass jetzt die 2077 die alte Lizzie eine Legende ist. Leute, genau wie... genau. Die Geschichte dahinter. Lizzie arbeitete hier, als der Laden nichts als ein Stripclub mit Mädels an der Stange war. Erklärt Janice stolz. Sie hat sich um die Mädchen gekümmert und sichergestellt, dass die Eddies in den Taschen und die Zähne hinter dem Bürgersteig landen. Die Zähne nicht auf dem Bürgersteig landen. Was lese ich denn jetzt schon wieder zusammen? Eines Tages kam dieser Wichser vorbei, ein Tigerclaw-Gang-Mitglied. Hey, danke für die Donation, Calvin. Super nett von dir. Sie machen super Arbeit. Bitte weitermachen. Dankeschön. Hab ich vor. Keine Sorge. Danke. Ist echt super nett von dir. Eines Tages kam dieser Wichser vorbei. Ein Tigerclaw-Gang-Mitglied. An der Red. Was? Für was steht denn das? Anmerkung der Redaktion. Ah, aha. Glaub schon. Der ein wenig zu viel Spaß mit einem der Mädchen hatte und Lizzie hielt es nicht mehr aus. Man munkelt, sie hat den Wurm so schnell und auf so üble Art von seinem kleinen Tiger-Eiern befreit, dass es 2 Tage gedauert hat, all das Blut und die Kotze wegzuwischen. Natürlich bekamen die Klaus Wind davon und haben sich sofort auf sie gestürzt und sie abgemurkst. Aber alle anderen, die sie irgendwie beeindruckt und beeinflusst hatten, waren noch da. Sie schlossen sich zusammen, fing an, sich zu wehren und, Pause, naja, ihr kennt den Rest. Wir wurden gerade noch vor den Mocks gewarnt in diesem Polizeiratgeber, dass man auf keinen Fall hier rein soll und so weiter. Und jetzt erfahren wir eine ganz andere Geschichte aus einer anderen Perspektive. Das finde ich schön. Da sollte doch noch ein lustiges GIF gesendet werden. Wurde das nicht gesendet? Ich glaube, da wurde eins eingeblendet, oder? Aber ich hab's nur so im Augenwinkel gesehen, leider. Tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst gerade. Ich war im Text versunken. Hallo. Afterlife, Braindance, Cyberspace, das ABC von Night Citys Nachtleben. Na dann, wenn du wie wir ein echter Dancehead bist, musst du unbedingt im Lizzies vorbeischauen. Egal wie lang man sucht, es gibt einfach keinen besseren Braindance-Club in der Stadt. Moderne Kabinen, zuverlässige Tech und am allerwichtigsten ein riesiger Katalog, in dem man so ziemlich alles findet, was man sich vorstellen kann. Hier bekommst du garantiert alles für den besten Orgasmus deines Lebens. Hart oder zärtlich, nuttig oder stilvoll und alles dazwischen. Lass dich nicht von den Mädels an der Tür einschüchtern oder abturnen. Sie sind einen Kunden gegenüber immer erstmal misstrauisch. Aber sobald du drin bist, bekommst du die allerbeste Behandlung. Glaub uns, wenn du das Lizzies einmal ausprobiert hast, gehst du nirgendwo anders mehr hin. Und das Afterlife? Das ist eine ganz andere Sache.
Klar, man kann sich da auch zulaufen lassen und feiern, aber das Afterlife ist vor allem ein geschäftlicher Treffpunkt. Willst du dich mit einem Fixer über einen Auftrag unterhalten? Mit einem Kunden etwas trinken und dabei wichtige Details besprechen? Oder dich einfach nur zurücklehnen und zusehen, wie die einflussreichsten Söldner und Fixer von Night City hier ein- und ausgehen? Für all diese Dinge ist das Afterlife der richtige und ehrlich gesagt auch einzige Ort. Wenn du dich für die wichtigsten Musikevents der Stadt interessiert, solltest du ins Riot gehen. Playlists voller Hits, Live-Konzerte und große Stars aus Night City und aus dem Rest der Welt. DJ-Battles, einzigartige Musikshows und Albumpremieren mit hochkarätigem Besuch. Klingt das nach deiner Szene? Dann ist das Riot genau das Richtige für dich. Was haben wir denn hier? Soup! Einen haben wir noch. Slavoj McCallister wieder in den Schlagzeilen. Aufgeblasenes Arschloch oder exzentrisches Genie. Der gefeierte Rockerboy Slavoj McCallister sorgt für seine jüngste Performance im Nachtclub Totentanz wieder einmal für erhitzte Gemüter. Natürlich entlockt uns eine Prügelei auf einem Rockkonzert normalerweise höchstens ein herzhaftes Gähnen. Das Pikante an dieser hier, mehrere inoffizielle Quellen berichten, dass es McCallister selbst war, der zu diesem Ausbruch von Gewalt anstiftete, als er die Paparazzi im Publikum mit einem Tränengasbehälter bewarf, bevor das biergeölte Gerangel richtig hitzig wurde. Hatten die Cartesian Duelists zum ersten Mal ihren neuen Song Cybernetic Soul, Mind is Freedom und Cogito Ergo Sum gespielt, über deren Qualität die Kritiker wie üblich streiten. Lyrisch befassen sich die neuen Singles mit Problemen wie dem internen Kampf von Körper und Geist, der Begrenztheit unserer Sinne und der Suche nach der ultimativen Wahrheit. Einige Kritiker halten das neue Material für pseudo-intellektuelles Geschwafel, andere loben den frischen, innovativen Genre-Vorstoß in den höchsten Tönen. Neben der Prügelei machen aktuell auch McCallister Songs Schlagzeilen. Kürzlich in einem Interview mit N54 News gefragt, als der rätselhafte Titel des Tracks Cogito Ergo Sum, was der Name Ergico Ergo Sum wohl bedeutet, antwortete der Rockerboy: Dämliche Frage von verblödeten Pseudo-Journalisten interessieren mich nicht. Gehört ihr zu der Sorte? Trotz oder womöglich wegen der zahllosen Kontroversen rund um den Frontmann der Cartesian Duelists steigt seine Beliebtheit immer weiter. Das neue Album erscheint bald und wenn ihr dem Gerede im Netz glaubt, wird die Scheibe War of Truths heißen. Na dann. Können das keine Sounddateien sein? Muss man so viel lesen in der Zukunft? Anscheinend. Ich find's auch schön. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum sich so Spiele nicht trauen, dass die solche Texte einfach von einem Sprachprogramm vorlesen lassen. Gerade in so einem Szenario. Warum gibt's da eigentlich einfach wirklich so ein echter Lesecomputer, wie man die kennt, ne? So eine Siri oder sowas. Warum lassen die das nicht einfach vorlesen von so einer Computerstimme? Wäre doch cool. Kann man sich nebenbei die ganzen Audiologs anhören, die quasi vorgelesen werden. Muss man keinen Sprecher anstellen, also spart Geld und passt doch gerade in so ein Szenario oder auch bei Mass Effect eigentlich perfekt rein. Auch wenn nicht immer alles richtig betont wird, aber mein Gott, das passt schon, finde ich. Wäre cool.